Flüssig wie eh und je sind wir auch schon in der neuen Folge mitten in der Kathedrale. Ja, im überfluteten Archiv, also der Kathedrale mit dem Atlas schon. Und wir müssen gerade einen Weg nach draußen finden. Ist nicht so einfach. Bisschen verwinkelt hier alles, wie ihr seht. Da unten waren wir vorher. Die Statue, die müssen wir zu Fall bringen. Damit können wir aber nur mit griechischem Feuer, ne? Nicht mit unserem Feuer. Und wir gehen mal wieder zurück. Einfach nur zu gucken. Wir haben hier etwas. Wir können da auch hin. Und wir können da vielleicht drauf. Ich versuch's einfach mal, wenn wir gerade hier sind. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Es sind so viele. Wieso denn viele? Wir haben die Gegner noch nicht gesehen, die uns hier erwarten, muss ich ehrlich sagen. Ach, ich gehe ein bisschen zu weiter. Okay, was zur... Ah, okay, krass. Stimmt, das geht ja. Ich versuche das mal zu ziehen. Ja, gut. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Wir schauen uns erstmal den Raum hier an, ne? Da geht's weiter. Gucken uns erstmal um, ne? Man weiß ja nie, vielleicht übersieht man ausnahmsweise mal was. Passiert mir ja sonst nicht. Ah, vielleicht sehen wir jetzt, ja. Übersehen wir ausnahmsweise mal was, deswegen gucken wir nochmal genau. Ich weiß nur, da oben konnten wir auch drauf auf jeden Fall. Von draußen, aber auch nur. Schauen wir doch mal nach. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Ja, aber nicht jetzt, meine kleine Lara. Nicht jetzt. Wo ist da diese Stange? Okay, das hat jetzt nichts Besonderes, glaube ich, hier. Wir müssen... Können da einfach wieder hoch und darüber. Ja, da war Gewehrmunition, aber die brauche ich jetzt auch nicht. So. Ich will jetzt nur mal dich da drauf stellen. Weil ich ja weiß, es geht. Da. Genau, so. Wir haben ja gesehen, dass es geht. Ne? Und hey. Ja. Wer hat's erwartet? Wer hat's erwartet? Ah ja. Okay. Jetzt zufällig an der Kiste ein Seil? Nee. Aber wir können es auf jeden Fall nach unten ziehen. Die Frage ist nur, wie? Ja, wie? Genau. Nee, mehrere Kisten können wir nicht finden. Was hat diese Kiste hier mit zu tun? Also, wir können da rüber. Das ist schon mal nicht schlecht. Hab ich fast übersehen in meiner Rage, in meinem Rage-Mode. Ich hätte noch hier hochgekommen. Wow, dankeschön. Oh, ein Rucksack. Der ist, kann nicht schaden. Geheimnisse entdeckt. Ja, das ist sehr, sehr schön. So, wir müssen das ja irgendwie da hochbekommen. So. Jetzt aber, was kann man denn da dranhängen, damit das hochgehebelt wird? Aber wenn das drüben ist, können wir weiter. Ne? Das versteht ihr, das System. Gut. Gucken auf die Map, was haben wir für Geheimnisse? Ach, Überlebensversteck. Ja, komm. Bla.
Die kennt doch schon jeder. Die Überlebensverstecke. Kann ich von hier unten vielleicht? Nee. Da bewegt sich nichts. Was ist hier lang? Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Ah, okay. Da sind wir eben rein. Okay, alles klar. Ja, ist mir schon klar, aber warum kannst du nicht einfach... Wir können es zerschneiden. Das ist ja super. Bringt uns nur einen Scheiß. Es muss doch irgendwo eine Möglichkeit. Ah ja. Gerade so gerettet. Fast schon zu spät. Wir versuchen das mal. Ne, ich wollte es doch da dran. Was macht denn? Macht sie nicht. Ha! Herrgott. Herrgott, Maggott. Wie heißt es so schön? So, komm schon. Ich schneide es jetzt mal kurz ab hier. Ich will nur wissen, was passiert. So. Wieder zurück. Jetzt würden diese Pfade alle... Das macht so keinen Sinn, dass der perfekt jeder Pfad funktioniert. Jetzt ist die Frage, bleibt das Fass da hinten? Oder verschwindet es? Ich gehe mal... Es bleibt. Okay, es ist schon mal Anfang. So. Kann ich... Nein, das ignoriert er komplett. Und das kann ich auch. Ich krieg die Lösung. Ich sehe sie nicht offensichtlich, also. Es muss ja in diese Richtung gezogen werden auch. Sonst würde das hier, wäre da nicht so viel Platz auf der rechten Seite. So, wir ziehen. So. Jetzt ist das unten. Aber. Ja, wie kriegen wir das denn da hoch? Ah, kann ich vielleicht da drauf springen von weiter oben aus? Also von der Kiste ja nicht. Die hängt halt einfach nur da. Das, keine Ahnung, warum die da hängt. Ich raff die Kiste noch nicht. Kann die aber auch nicht runterschießen, oder? Nee. Was ist das denn hier gerade? Ich sitze voll auf dem Schlauch. Das ist doch bestimmt so einfach. Und da oben komme ich ja auch noch nicht hin. Wie gesagt, hier gibt es mehr zu tun. Aber ich roff's nicht. Den Balkon komme ich. Ah, okay, okay, okay. Ich glaube, so langsam macht's Klick. Ich muss da hoch. Also ich hatte schon recht mit dem, ich muss da hochspringen. Aber nicht von da. So. Hier kommt man natürlich nicht so einfach hoch. Auch scheiße. Warum macht... So, ich gehe jetzt nochmal hoch. In dem Raum gibt es noch zu tun. Hier gibt es noch mehr zu tun.
Ich werde diesen Weg zurückgehen. Du wirst gerade gar nichts. Das machen wir gleich. Wir laufen nur einen anderen Weg, um da wieder reinzukommen. Ah, ich guck mal, ob ich da vorne... nach vorne aus drauf springe. Ich hab schon wieder fast vergessen, was ich machen wollte. Also ich komme hier oben hin. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Was ist denn das? Trinity hat schon zweimal große Männer zum Pfad des Propheten entsandt. Und beide sind verschwunden. Was ist das? Er trug die göttliche Quelle hinaus aus dem Reich. Aber sie gehörte nicht ihm. Diese Blasphemie besudelt alles, solange seine Nachkommen leben. Also muss Trinity es noch einmal versuchen. Ich tat gottlose Dinge. Versündigte mich an Unschuldigen, nur um hierher zu kommen und die göttliche Quelle zu bergen. Ich weiß, Gott vergibt mir. Denn mein Tun dient einem höheren Zweck. Jetzt ist die Arbeit getan. So, ich bin halt etwas schusselig. Guck mal, hier da oben. Bams! Jetzt mal ernsthaft. Ich kann da alle möglichen Kisten hinpfeffern. Aber ich komme nicht drauf. Ich komme da nicht hoch. Ich laufe jetzt mal kurz hier rüber. Einfach nur zu gucken. Das ist so scheiße, wenn ich weiterkomme. Ach, ein Moloi. Jetzt kann ich es lesen. Und es deutet irgendwo hin. Den nehmen wir mit. Ja, das ist ein... Verstecke so ganz am anderen Ende. Klar setzt man hier dann Monolith hin. Monoloid, Monilith, Monilith, Manalith. Was ist ich hier? Ah, Heckmeck hier. So, wie komme ich jetzt auf diesen Kack hier? Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Oh, dankeschön. Ich muss unter Wasser irgendwie tauchen. Tor durch? Nee. Nee, nee, nee. Okay, das ist... Wow. Ja, das hilft uns nicht wirklich. Die Fässer zu schieben. Hab ich da hinten vielleicht irgendwas, was dieses Fass anziehen kann? Aber nein, es müsste eigentlich die Hebelwirkung des Katapults sein. Dieses Dingens. Ich muss doch da irgendwie was dran befestigen können. Aber wieso kann ich diese dumme Kiste nicht da dran befestigen? Und hier herablassen? Kann ich hier herablassen? Ich weiß es nicht. Ist hier herablassend. Das habe ich weiß auch noch nicht. Ah! Okay, dieses Rätsel fuckt mich gerade ein bisschen ab. Das kann halt scheinbar auch nur auf eine Art und Weise gelöst werden. So. Hier sind ganz viele Fässer drin. Wer jetzt. Müssten nun endlich, gehe ich mal sein, davon aus, ne? Ja, okay. Die bloppen einfach nach. Doof. Funktioniert das? Ist das da hinten noch fest? Das ist noch fest? Seit wann ist das denn fest? Ist das dein Ernst? Letztes Mal war das nicht fest. Da konntest du immer nur ein Ding schießen. Oh, Herrgott, Himmel. Du
Boah, du dummer Pisser. Mann. Ja, es treibt ja perfekt dahin, als wäre es ein vorgegebener Weg. Mann. Die ist schon ziemlich sehr, sehr instabil. Nur noch ein Pfeiler übrig. Warum brennt da denn alles? Ich. Keine Ahnung, ist mir auch scheißegal. So. Da kann ich raus, da kann ich weiter, hier kann ich hoch. Hallo, Süßer. Auch hier. Ja, einer der besten Anmachsprüche. Ach, hier ist ein Basislager. Das haben wir aber gut früh gefunden, würde ich sagen. Das fuckt mich immer noch ab mit diesem Rätsel gerade. Fähigkeiten gerade mal. Kämpfer. Was haben wir hier? Adrenalin. Ja, Quatsch. Starke Medizin. Tod von oben. Ja, ist eigentlich ganz geil, ne? Könnte man nehmen. Oh, das ist hier sehr... Oh, Eisenhaut. Die nehmen wir. Das ist viel, viel wichtiger als Tod von oben oder irgendwas hier. Bei diesem ganzen griechischen Feuerquatsch. So. Ich kann den Mondschatten aufpumpen. Mehr Schaden, mehr Schussfrequenz. Ah, Quatsch, wir gehen auf mehr Schaden. Und mehr Schussfrequenz. Und am Bogen gerade nichts. Welchen Bogen kann ich denn aufpeppen? Ja, die warte ich mal noch. Nee, das warten wir noch. So, okay, wir haben griechisches Feuer. Griechisches. Gehen wir mal weiter. Genau, hier waren wir eben. Hier liegt eine neue Leiche zum Plündern. Da könnte man rein. Das kann man mitnehmen. Hier kann man nicht hoch, das Feuer. Okay. Das nennt sich Seilrutsche. Da sind die Fässer. Einfach nur gucken, wo sie hintreiben. Das sollte den Weg etwas frei machen. Ja, gut. Das ist jetzt nicht so kompliziert. Dann machen wir das nächste. Rennt es da vorne auch gerade frei? Oder explodiert das Fass jetzt da vorne dadurch? Wenn ich das Wasser irgendwie nutzen könnte. Hm. Ja, ist aber wichtig zu wissen, ne? Das sollte man vorher sich ausprobieren. Okay, wir gehen auf die andere Seite zuerst. Weil da ist eine Wand, die würde sprechen können, aber nur natürlich mit einer anderen. Hier komme ich wohl noch nicht weiter. Ich muss es später versuchen. Na, ach. Was, haben wir jetzt Easy Mode eingestellt oder was ist hier los? Glaube ich jetzt gerade nicht. War noch am Leben und oh fuck, die könnten überall sein. Wir sind hier drin mit denen gefangen. Oh, jetzt. Halte dich an den Plan, bleib wachsam, dann schaffen wir es hier raus. Augen auf. Diese Dinger könnten aus jeder Richtung kommen. Ja. Aber sie können auch von unten kommen. Die Einheimischen sein. Zwar in irgendeiner alten Rüstung, aber sie sind es. Mach dich nicht lächerlich, hab's selbst gesehen. Ich hatte eines dieser Dinger genau im Blickfeld. Das waren keine Männer. Was habe ich gerade gesagt? Hör zu, Frost. Wenn du dich nicht zusammenreißt, fessel ich dich an die Wand und nehm dich als Köder.
wohl. Gut. Klappe halten. Augen auf. Wir warten jetzt mal auf den Kerle. Ja, wir sind eh übermächtig. Bisschen Spannung wollen wir reinbringen, oder? Außerdem kann ich noch mal kurz aufs Handy gucken. Mit dieses Ghost vibrieren. Alter! Du, das ist... Cyborg oder Borg nur genannt. Nicht Fuzzi-Viecher. So, ihr seid keine Herausforderung. Wann lernt ihr das? So, ja, das ist ein bisschen wieder Kampfgebiet hier. Ich habe so eine dumme Vorahnung. Nein, okay, ist keine dumme Vorahnung. Hat sich nicht bewahrheitet. Ich dachte, die Sachen könnte man abfackeln. Das wäre wieder so eine Herausforderungsmission gewesen für so ein Level. Schwefel. Hier müssen sie die Bestandteile für das griechische Feuer vorbereitet haben. Schwefel. Ich kann da hoch auf jeden Fall. Gibt es hier sonst noch irgendwas zu entdecken? Ich glaube, das Aufheben hat gerade nur davon geleuchtet. Genau, ja. Von der Kiste. Gut, dann gehen wir doch mal die Leiter hoch, ne? Bam, 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 badam, bam. Welcome to the Pferd. Schön, dass es so geil angeleuchtet wird. Ich weiß doch nicht von was. Nur von dem Feuer, von dem einen. Deswegen leuchtet auch diese Seite übrigens sehr, sehr gut. Naja. Ne? Da drin sind noch mehr Gefäße. Ich kann sie bestimmt herausziehen. Ja, das ist mir klar, Lara. Aber ich wollte da hinten hin. Weil das Gebiet hier bringt mir nichts, wenn ich nicht da hinten hin kann.